So, servus Jungs, servus Mädels. Wir treffen uns heute zu einer Fördertraining-Einheit. Ich bin der Marco, ich werde euch die Einheit über begleiten. Und wir haben ein bisschen ein anderes Konzept. Da uns ja am Ende das Abschlussspiel wegfällt, werden wir einen Kräftigungs-Stabilisierungsteil mit einschieben bzw. vorne ransetzen. Wir nehmen das als Warm-up, gehen nach diesem Warm-up in eine Technikschleife, um an unsere Technik weiterhin zu feilen, aber auch in den Ausdauerbereich zu kommen. Wir starten jetzt mit unserer Kräftigung und werden als ersten Teil dort einen Unterarmstütz machen, werden dann in eine Liegestütz gehen und werden dann noch einen Einbeinstand machen, sodass wir viele Muskelgruppen mit dabei haben und schon den Körper ein bisschen zum Schwitzen anregen. Wir starten jetzt mit dem Unterarmstütz. Das Ganze gibt es bitte immer in 3 Sätzen. Wir machen dazwischen immer eine kurze Pause. Wir starten mit dem Unterarmstütz 20 Sekunden, gehen dazu bitte in diese Position und halten das Ganze. Wenn wir in der Position drin sind, werde ich zählen und wir versuchen dabei zu bleiben. Also wir zählen von 20 runter. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und 0. Können jetzt kurz absetzen. Wir versuchen im Folgenden das Ganze flüssig zu machen. Gehen jetzt in die Liegestütz. Für unsere Jungs, die schon ein bisschen öfter mal Liegestützen gemacht haben, können Sie bitte versuchen, die klassische Liegestütz zu machen. Für die etwas kleineren unter uns, die noch nicht viel Erfahrung haben, können Sie am Anfang so starten und versuchen, den Rücken gerade zu lassen. Wir gehen dort in 10 Liegestütz rein. Und zwar halten wir und versuchen 10 Stück zu machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gehen jetzt nach oben und machen unseren Einbeinstand. So, für unseren Einbeinstand haben wir natürlich 2 Füße, die wir auch bearbeiten wollen. Und wir machen bei jedem Einbeinstand für jeden Fuß 3 Ausführungen. Und zwar der einfache zum Start ist bitte einfach nur auf einem Bein stehen und den anderen Fuß leicht in die Luft stellen. Wir halten das Ganze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Werden jetzt ein bisschen schwieriger oder schwerer und versuchen, den Fuß, der in der Luft ist, leicht nach hinten wegzustrecken, sodass wir in diese Position kommen. Und das halten wir jetzt wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und gehen jetzt mit dem Fuß und dem Knie nach vorne und halten das wieder 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wechseln jetzt den Fuß, der linke Fuß. Einfache Ausführung auf einem Bein stehen. Schauen, dass wir schön auf den Vorderfüßen stehen und wir halten. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Strecken den Fuß, der in der Luft ist, nach hinten weg und halten das Ganze. Und wenn wir gut stehen, zählen wir wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gehen jetzt mit dem anderen Fuß, mit dem Knie wieder zum Körper hoch, nach vorne weg. Und halten das Ganze wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Erster Satz wäre fertig. Und nun schnaufen wir kurz durch und gehen dann wieder runter in unsere Unterarmstütz und halten das wieder. Wenn wir soweit sind, legen wir los. Ich würde sagen, jetzt und zählen von 20 wieder runter. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, im besten Fall jetzt ohne Absetzen gehen wir in die Liegestütz und pumpen wieder 10 Stück. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
So, erledigt. Langsam wieder hochgehen. Einmal kurz durchschnaufen und der rechte Fuß wieder in den Einbeinstand. Wir halten, rechter Fuß steht, linker Fuß ist leicht angehoben. Einfache Grundposition gehen und versuchen auszubalancieren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fuß nach hinten wegstrecken und dasselbe wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und der linke Fuß nach vorne hin anwinkeln und zählen wieder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Setzen kurz ab. Wichtig bitte immer, wenn wir beim Einbeinstand sind, dass unser Fuß nicht komplett durchgedrückt ist, sondern dass wir leicht angewinkelt sind, dass wir ein bisschen einen besseren Stand haben. Nun wechseln wir wieder, stehen auf einem Bein und zählen wieder 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Machen den anderen Fuß wieder nach hinten weg und zählen wieder 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fuß wieder nach vorne wegstrecken und wieder halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, kurz durchschnaufen und dann gehen wir wieder in den Unterarmstütz runter. Und fangen wieder an. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. In die Liegestütz wieder kurz halten und wenn wir gut sind, zählen wir wieder 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und der Einbeinstand wieder dabei, damit wir das Bein auch wieder dabei haben. Halten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und wieder halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und den anderen Fuß wieder nach oben. Schauen, dass wir wieder auf dem Vorderfuß stehen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wechseln unseren Fuß. Linker Fuß wieder unten. Vorderfuß wieder mehr das Gewicht haben. Der andere Fuß wird weggestreckt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anderen Fuß nach hinten weg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und Knie wieder nach oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir kurz einen Schluck trinken gehen und machen nach einer Minute wieder weiter. So,
Jetzt können wir weitermachen mit unserem zweiten Block, der Technikschleife, und brauchen hierzu bitte ein Viereck mit 4 Tellern, 4 Klorollen, was auch immer ihr dafür hernehmen wollt, 4 Schuhe, markieren uns ein Viereck und legen den Ball ins erste Tor rein. Wir starten mit einer Kombination aus Ziehen zurück, Fußwechsel und Ziehen vorlegen und werden uns am Ende des Tages einmal im Kreis drehen dabei. Wir machen jetzt zum Start Ziehen zurück, Fußwechsel und üben das kurz durch, damit das alte Wissen wieder aufgefrischt wird. Da ihr aber alle Kursteilnehmer seid, müsstet ihr die Standardtricks schon kennen. Also wir starten mit Ziehen zurück, Fußwechsel, Ziehen vorlegen. Das ist die Kombination, die wir jetzt üben wollen und uns dann danach teilweise im Kreis drehen. Also wir legen nochmal los, die Sohle zieht, die Innenseite legt hinterm Standbein den Ball durch, die Sohle holt, die Innenseite legt weg und die Sohle holt und die Innenseite legt zur Seite. Jeder kann das bitte üben. Wir machen Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, Ziehen, Vorlegen. Und wenn wir dann schon ein bisschen schneller drin sind, versuchen wir dabei zu springen. Das heißt, wir hüpfen, ziehen zurück, ziehen, legen wieder rein und ziehen den Ball wieder zur Seite. Was wir jetzt gut sehen ist, der Ball läuft immer in einem rechten Winkel, also immer 90 Grad hat er drin. Jetzt starten wir bitte so, dass wir uns im Kreis drehen können. Also wir fangen jetzt an. Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Und jetzt starten wir mit dem Start. Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Und wenn wir Sicherheit haben, werden wir langsam immer schneller. Ziehen zurück und ziehen, vorlegen. Das wäre jetzt eine Runde gewesen. Und wir versuchen jetzt übers Üben immer schneller da reinzukommen und machen am Ende nach dem Übungsdurchgang ein Wettrennen draus. Da gebe ich euch dann ein bisschen Zeit vor. Und in dieser Zeit sollt ihr so viele Runden wie möglich schaffen. Also wir üben noch ein bisschen. Wir machen Ziehen zurück, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Ziehen zurück, ziehen, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Ziehen zurück, ziehen, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Und ziehen zurück, wuppala, und ziehen, vorlegen. Ziehen zurück, ziehen, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Ziehen zurück, ziehen, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Ziehen zurück und immer weiter. Wir merken schon, wie die Füße ein bisschen müder werden und die Atmung hochgeht. Und wieder. So, Übung ist fertig. Jetzt haben wir nach unserem Übungsdurchgang, dass wir es sauber geübt haben in einem normalen Tempo, dass wir jetzt noch in den Wettkampf gehen und ein bisschen hochdrehen. Wichtig jetzt bei unserem Wettkampf ist, dass wir die Technik sauber behalten und versuchen, das Ganze trotz Sauberkeit in einem maximalen Tempo eben durchzuführen. Das es ermöglicht, dass wir technisch sauber bleiben. Der David ist jetzt so nett und stoppt uns 1,5 Minuten. Und wir zählen immer die Runden, wenn wir hier wieder starten. Also immer, wenn wir hier ankommen, so machen wir. Wenn wir hier ankommen, zählen wir immer einen Punkt für uns. Das zählt jeder für sich. Und danach gleichen wir ab. Also David, 1 Minute 30. Der David gibt uns das Startsignal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und wir legen los. Noch 1 Minute oder schon 1 Minute geschafft. Noch 1 Minute. Hoppala. Ups. Wie lange noch, David? 1 Minute. Ernsthaft? Oh! Anstrengend. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Oh! So, sauber durchschnaufen. Ich habe jetzt
mit meiner Zählfähigkeit, 6 Runden gezählt. Wie viel hattet ihr? So, um jetzt die Übung natürlich mit unserem schwachen Fuß auch noch zu machen, sollten wir das auch noch üben. Wir gehen jetzt nur in eine Übungsrunde und versuchen das Ganze dann nicht im Wettkampf zu machen. Wichtig jetzt einfach Sauberkeit der Durchführung, dass wir das Gefühl für den Ball eben haben. So, die Drehrichtung ist jetzt in die linke Seite. Wir haben den linken Fuß mit Ziehen zurück, rechter Fußwechsel auf links und der linke Sohle Innenseite nach links, so dass wir uns nach links drehen. Wir bleiben noch frontal, ohne die Drehung zu machen. Üben das Ganze nochmal 2-3 Mal im lockeren Tempo. Ziehen zurück, Fußwechsel und eben ziehen, vorlegen. Legen uns den Ball wieder zurück und machen das Ganze einfach nochmal. Sohle zieht, Innenseite legt, Fuß Wechsel und Sohle gleicher Fuß, Innenseite wieder weg. So, machen wir noch 2-3 Durchgänge damit. Ziehen zurück, Fuß Wechsel und ziehen, vorlegen. Legen uns den Ball wieder in die Mitte. Ziehen zurück, Fuß Wechsel und wieder ziehen, vorlegen. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir langsam an, uns dabei im Kreis zu drehen. Die Drehrichtung ist wichtig und für euch ganz wichtig, schauen, dass wir den Ball sauber wieder in unserem rechtwinkligen Dreieck ziehen. Einmal ziehen, zurück, Fuß, Wechsel und wieder ziehen, vorlegen. Wir haben wieder ziehen, zurück, Fuß, Wechsel und wieder ziehen, vorlegen und wieder ziehen, zurück, Fuß, Wechsel, ziehen, vorlegen. Euer Tempo darf natürlich höher werden als meines, wenn ihr wollt, aber achtet bitte drauf, dass ihr weiter sauber den Ball eben in die richtige Richtung mit den richtigen Teilen des Fußes zieht. Ziehen, vorlegen ist ein Fuß, ziehen, zurück, Fußwechsel, wechseln wir unseren Fuß und wieder ziehen, vorlegen. Ziehen, zurück, Fußwechsel, ziehen, vorlegen. So, das Ganze übt ihr jetzt einfach noch 1-2 Minuten. Kriegen wir das in den Ablauf und dann machen wir unsere dritte Variante des heutigen Tages. So, und jetzt noch die dritte Variante. Für die dritte Variante wollen wir jetzt nur, in Anführungszeichen, den Standtrick Fußwechsel machen und den Ball mit einer Sohlenwende gerade durchziehen ins hintergelegene Tor hinten rein. Ja, das Ganze auch wieder in eine Schlaufe machen, dass wir uns im Kreis bewegen. Wir starten mit Ziehen. Linker Fuß ist drauf. Bei mir ist es der linke. Ich arbeite jetzt mit rechts Sohlenwende. Also ziehe den Fuß, wechsel, hole den Ball mit einer Sohlenwende in mein hinteres Tor wieder rein. Hier versuche ich ihn direkt zu fangen. Wieder Fuß, wechsel, dass ich nach vorne gehe und ziehe ihn wieder hinten durch. Fuß, wechsel, Sohlenwende, zieht den Ball wieder rein. Wichtig, wir haben die ganze Zeit den Ball vor uns in Blickrichtung und ziehen den Ball immer schön hin und her und schauen, dass die Bewegung langsam immer harmonischer wird und flüssiger wird. Immer ziehen, Fußwechsel, Sohle, ziehen, Fußwechsel, Sohle, ziehen, Fußwechsel, Sohle. So, im Gegensatz zum Fußwechsel ziehen wir den Ball in einem anderen Winkel zurück bei der Sohlenwende. Also wir machen den Fußwechsel und mit der Sohlenwende haben wir einen anderen Winkel wieder mit dabei, können wir 180 Grad dazu sagen. Fußwechsel, 180 Grad, Fußwechsel und wir springen dabei um. Immer Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende. So, wir sind immer noch im Üben, schauen, dass es sauber läuft und ziehen den Ball her. Links auf rechts, rechts zieht, ich drehe mich nach links. Und der Ball läuft in mein Südchentor hinter mir. Hep, 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 hep. Genau. So, das ist jetzt Fußwechsel, Sohlenwende. So, wir müssen das Ganze natürlich mit den anderen Beinen auch noch trainieren oder mit dem anderen Bein. Für viele ist ja der rechte der starke Fuß, der linke eher nicht. Bei mir ist es der rechte. Wir starten das Ganze jetzt noch umgekehrt in die andere Richtung und machen das einfach als Übungsdurchgang nochmal durch. Wir ziehen Fuß, Wechsel rechts auf links, linker Fuß, Sohlenwende und rechts auf links Fußwechsel, linker Fuß, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende und auch hier wieder, wir gehen von der Übung oder innerhalb der Übung werden wir immer ein Stück weit
schneller. Wir versuchen dann auch irgendwann umzuspringen und fangen uns den Ball wieder her. Ziehen Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel, Sohlenwende, Fußwechsel. Sohlenwende zieht wieder durch und machen wieder einen Fußwechsel. So, als Hausaufgabe für euch habe ich jetzt Folgendes. Ihr versucht bitte eine Minute lang diese Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben, Fußwechsel, Sohlenwende und eben auch mit dem anderen Fuß selbstständig durchzustoppen und durchzumachen. Könnt euch gegenseitig gerne versuchen, in einen Wettbewerb zu bringen. Macht vielleicht 3 Durchgänge und stoppt das mal und guckt, welcher Durchgang schneller war. So, dass wir natürlich über das Üben immer besser werden darin. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, genießt es und wir freuen uns, wenn wir euch nächstes Mal wiedersehen. Macht es gut!